So, hallo Leute, heute mache ich mal wieder ein Video über ein Handyspiel. Gerade so Lust drauf, noch nicht gerade ehrlich gesagt nicht groß Lust zu schneiden und alles. Also, was zeige ich euch heute? Ich zeige euch heute Vainglory. Das ist so eine Art Spiel, die geht Richtung LOL oder was kam gerade neu raus von Blizzard. Haben wir dieses. Gerade mal nachgucken, wie es hieß. Und zwar dieses Heroes of the Storm, genau. Das ist auch so ähnlich. Ich habe es zwar noch nicht gespielt, aber schon oft gehört. Gehen wir hier auf Spielen. Auf Freundschaftsspiel. Auf Freundschaftsspiel. Da steht jetzt Wartezeit 1 Minute 8. Mal sehen, wie lange wir tatsächlich warten müssen. Das kommt jetzt sogar heller raus, als es auf meinem Handy aussieht. Nicht schlecht. Oh, dauert 20, 30 Minuten. Das heißt, kann sein, dass es zwei Aufnahmen werden, wo ich dann zusammenfüge. Sorry, wenn da die Qualität schlechter wird, denn mein PC ist gerade nicht mehr ganz heile. Mainboard eingeschickt und deswegen werde ich das mit dem Windows Movie Maker einfach zusammenfügen und. Ja, geht halt nicht anders, weil die Original-Videodatei kann ich nicht hochladen. Ja, da Lumix ein eigenes Audio- und Videoformat hat, das YouTube halt nicht annimmt. Deswegen konvertieren muss ich das in MP4 für YouTube halt. Aber Windows Movie Maker macht da trotzdem eine scheiß Quali draus. Hallo? Dein Spul wurde abgebrochen. Okay. Warten wir halt nochmal. Maul. Und wir warten und wir warten. Und nein, wir upgraden nicht auf Windows 10. Was spiele ich? Was macht ihr sonst so? Was spielt ihr sonst für Spiele? Schreibt's mal drunter. Oh, schnell akzeptieren. Und das haben alle Spiele akzeptiert. Gut. Dann kann man halt hier seinen Helden auswählen aus dieser Liste. Ich mag halt irgendjemand, wo man draufhauen kann. Zum Beispiel sowas hier. Haben wir unten die Spezialattacken angezeigt. Hier müssen wir auf Bestätigen drücken. Und dann sehen wir hier, wann das fertig ist. 41 Sekunden. Jetzt wählen die anderen ihre Spieler aus. Und Handy, sei ruhig. Wird gestartet. Eins und los geht's. Jetzt kommt der typische Ladebildschirm, wo alles angezeigt wird, wer welchen Helden hat und bla bla bla. Und wir warten und wir warten und wir warten, weil alle scheiß Internet haben. Genau, hier seht ihr, wie das aussieht. Hier haben wir unseren Shop. Ganz normal. 350 ist Startgeld. Da kann man so ein Weapon Blade, also so eine einfache Verbesserung kaufen für plus 15 Waffenstärke. Ist mal ganz geschickt. Und dann tippen wir hier drauf und laufen durch die Gegend. Da oben haben wir unsere Minimap. Ganz praktisch laufen wir erstmal hier durch Seitengebiet durch, ein paar Monster killen und ein bisschen ableveln. Hier kann man wie bei LOL auch Standard Power-Ups dazu machen. Helfen wir mal dem hier geschwind. Und hier ist es so, wer als letztes draufhaut, bekommt auch den Kill. Das ist ja, ganz einfach. Ja, das ist ein bisschen doof zu tippen, weil ja meistens die Hand vor dem Bildschirm ist dann. Und draufhauen. Bam. Hier haben wir jetzt nochmal so ein Item Store. Gucken, ob wir da irgendwas kriegen können. 456, wenn kaufe ich mir da als nächstes ein richtiges Upgrade, kostet ab 800.
Also ich kaufe immer die teuren, weil die halt mehr Schaden dazu machen. So, jetzt können wir unsere zweite Spezialfähigkeit freischalten. Und vielleicht sollten wir gar nicht so weit nach vorne gehen, sondern wieder zurück, weil sonst kommen wir gleich in der Gegnerbasis raus. Machen wir mal das zweite Power-Up, kann man auswählen und dann hat man hier so einen Strahl und alle, die da drin stehen, werden halt beschädigt. Ja. Und man kann das in mehreren Stufen, hier 1, 2, 3, 4, 5 Stufen, sieht man einen kleinen Punkten unten, schnell weg vor den Geschützen. In dem Gebüsch kann man sich übrigens auch verstecken. An der Basis wird man dann geheilt, kann man sich porten hier, wenn man zu argen Schaden hat. Ja. Hier nochmal einer von uns. Der hoppelt hier so durch die Gegend und ein Gegner hoppelt hier auch durch die Gegend und springt aus meinem Strahl raus und wir haben. Ich habe ihn sogar getötet. Sehr gut. Ich habe halt den letzten. Ich habe jetzt fast kein Leben mehr. Porte ich mich mal schnell an die Basis. Oh, ich habe 880, da kann ich mir dann gleich noch ein Upgrade kaufen. Was haben wir hier Schönes? Lucky Strike, 20% kritischer Schaden, plus 12 nochmal kritischer Schaden. Und kaufen wir uns. Da gibt es dann hier unten eine Leiste, wenn die hier voll ist, bis dahin, dann kann man keine Upgrades mehr kaufen. Dann löscht man halt alte wieder. So, machen wir gleich mal das da auf 2. Und es sieht halt, finde ich, echt Bombe aus, das Spiel. Verbündeter Held getötet. Wäre mir gerade auch fast passiert. Hier links oben haben wir nichts Geld. Hier sehen wir die Angriffe, wie wir getötet haben. Hier sehen wir unsere Tode. Basis wie bei LOL auch. Man sollte halt echt nur angreifen, wenn kleine Minions von einem in der Nähe stehen. Weil sonst wird man selbst angegriffen. Vorher werden die Kleinen angegriffen. Ich bin jetzt tot. Hier die Respawn-Zeit. In der Zeit kann ich den Shop schon öffnen und mir was Neues aussuchen. Habe aber gerade nicht genug Geld für. Schnell hier zur Basis, dann haut die nämlich gleich mal auf den Gegner rauf. Gleich mal raufhauen. Und ich werde natürlich auch schön beschädigt. Hier gleich noch mal eins drauf. Ja, das heilt so sehr langsam. In der Basis geht dann schnell. Da ich es nicht weit weg war, kann ich auch schon zurücklaufen, wenn ich geheilt bin. Hier auf dem Minimap kann man übrigens draufdrücken und dann so durch die Gegend switchen. Aber hinklicken kann man nicht, wo man hinlaufen will. Dafür ist es halt dann doch zu klein. Oh. Ein Geschütz wurde von uns zerstört. Nicht gut. Das heißt, ich glaube, wir verlieren einfach mal. Yep. Die sind auch schon einiges weiter, weil ich einfach schon jetzt schon zum zweiten Mal gestorben bin. Und alle auf einem Haufen stehen. Ich weiß nicht, wo meine Leute sind da unten. Ich weiß nicht, was die da unten machen, aber ja, egal. Da unten sind keine Monster mehr, außer unser Shop. Leute. So. Okay, sind auch Leute da. Wir spawnen anscheinend wieder. Das ist auch gut. Da kriegt man dann schön Level.
Hier, Level drauf. Ach so. Sterb. Warum bin ich so lahm? Machen wir gleich mal das Letzte. Oh, sorry. Ja. Ich vergesse das immer mit der Hand. Item Store und Mobs. Schön beide drin, kriegen beide schön Schaden. Zack. Jetzt probieren wir mal das hier aus. Das macht so eine Druckwelle. Und die stößt einen zurück. Verbinde das beeindruckend, das heißt, wenn zweimal direkt hintereinander einen tötest. Und das ist ein Miner, das heißt, der gibt einem Geld und ganz schön Schaden. Scheiße. Verstecken und zur Basis zurück. Wie viel Geld haben wir? 1400. Dann gucken wir hier gleich mal rein, was wir hier an Verteidigung haben. Da haben wir hier das Kinetic-Schild, macht 75 Schild und 30 Rüstung. Ja, jetzt haben wir noch 500 Geld. Was können wir hier holen? Fähigkeit. Nee. Waffen. Piercing Spear. Rüstungsdurchdringung, ja. Passt auch noch. Den Level 7. Bestimmt sind die anderen schon 8 oder 9. Und unser Geschütz ist schon wieder so ein bisschen am Arsch. Oh, nicht gut. Nicht gut. Weil die alle auf einem Scheißhaufen stehen. Jetzt dauert natürlich der Respawn bei jedem mal länger. Und mein Akku von der Kamera geht auch schön runter. Ist noch gerade erst neu rein. So schön Schaden. Der rennt da jetzt hin und zack. Gegner wird getötet, das heißt, dass er überhaupt getötet wurde, nicht jetzt von mir direkt. So ein bisschen Schaden. Ich laufe schon wieder so langsam. Was ist denn los? Hier schnell Schaden reinhauen. Zack. Ey. Hallo, 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 hallo. Ah, Mann, wie kann man denn so viel Schaden machen? Drei, zwei, eins und fu. Was holen wir uns denn noch? Ein bisschen von Verteidigung, würde ich sagen. Hier nochmal 75 plus 30. Boah. Laufen wir gleich mal gemeinsam mit denen nach vorne.
Und dann sehen wir mal weiter, was wir hier alles schön zermetzeln können. Und der hier macht mich schon wieder alle. Schnell zurück. Ja, toll. Kann sich nicht mehr spawnen hier. Na, laufen wir gleich erstmal da unten rum. Ohoho. Was geht denn hier gerade ab? Ach, kann man einfach drüber laufen, okay. Aber da wollte ich, glaube ich, gar nicht hin. Da wollte ich hin. Zur Mine, das heißt, da kriegt man Geld von dem zusätzlich. Und Schaden machen. So. So, jetzt gehen wir mal wieder Richtung oben. Na, da kann man durchlaufen, das ist ja praktisch. Ah, immerhin haben wir auch gegnerisches Geschütz kaputt gemacht. Ah, Mann. So. Machen wir gemeinsames Töten hier. Und jetzt gleich mal drauf. Das ist so ein Instant Mode hier, wo du dann einfach mega stark bist. Und wir haben es geschafft. Kriegen wir das hin? Ne, kriegen wir nicht hin, egal. Warum geht ihr nicht auf den Großen? Seid ihr eigentlich dumm? Boah, gib ihm. Jo. Komm, der stirbt. Jawohl. Und er sollte jetzt aufpassen. So, was können wir uns noch kaufen? Nochmal eine Rüstung. Und dann gucken wir nochmal, dass wir nochmal eine Waffe bekommen. Und zwar nehmen wir die hier. Und jetzt directly nach vorne. Ich hoffe mal, meine Restzeit reicht noch von der Karte. Hälfte ist schon weg.
Nein, nicht wegrennen. Oh Mann. Hallo, hallo, hallo. Was ist hier los, Mann? Wir müssen hier schneller. Ein bisschen reinhauen, würde ich sagen. Jo, da warst du wohl ein bisschen zu langsam. Oh, Jemine. Gleich mal teleportieren. Ein bisschen heilen. Und auf geht's. Wow, ach, die kann man einsetzen. Ach, das ist cool. Das wusste jetzt nicht mal ich. Nehme schon 20 Minuten auf. Wow. Zack. Jetzt weiß ich auch, wie er vorhin so viel Schaden gemacht hat. Zack, Mann, ey. Hups. Ach, Leute, macht mal hin, ey. Ach ja, was vorhin gesagt habe, ich habe keinen PC und mache das am Windows Movie Maker. Interessant, ne? Ich mache das am PC vom Kumpel, und da habe ich halt mein Schnittprogramm nicht drauf. Und warum der Bildschirm gerade blinkt von meinem PC, weiß ich auch nicht. Irgendwas läuft da, glaube ich, gerade so ein bisschen daneben. Hey, warum hat er gerade ein Heulgesicht gehabt? Was ist da los? Was ist da los? Hauen wir einfach drauf, scheiß drauf, ich sterbe eh. Ja, das soll jetzt aber nicht zeigen, dass ich gut bin im Spiel oder so, sondern einfach, dass ich das voll cool finde, wie das gemacht ist. Und man verliert auch nicht jedes Mal, das ist je nachdem, was für Gegner man hat und was die sich gekauft haben und alles Mögliche. Da kann man nicht immer gewinnen. Ja, so langsam sollte das Spiel zu Ende gehen, finde ich. Noch 7 Minuten. Ja, nee, ich öffne jetzt den Store nicht. Sondern Instant Mode, so. Ein bisschen draufballern. Oh, was geht mit dem ab? Oh, oh, geile Scheiße, Mann. Der gibt ihm volle Kanne. Zack, 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 zack. Da habe ich gleich Level 12 sogar schon voll. Krass. Ja, jetzt lacht der wieder komisch. Das war jetzt irgendwie unnötig. Ah, verdammt. Oh Mann, ich brauch den Instant Mode. Aber der lohnt sich jetzt nicht mehr dran zu klicken. Mann! Ja, von mir aus zerstört doch unsere Basis mal bitte schnell.
Ich habe sonst nichts mehr zum Filmen, das Ende und so. Ja, wo sind die jetzt alle? Ah, hier, okay. Ja, ich glaube, das Spiel ist gleich zu Ende. Da muss man auch drei oder zwei Basen zerstören und dann dieses große Teil hier. Und ich glaube, die haben das gleich. Ja, und mich haben sie auch gleich schon wieder. Also von dem her. Ja. Wo geht's hin, Leute? Kommt schon. So, und jetzt an die Hauptbasis. So, das war's dann wohl, bevor ich noch gespawnt werde. Und Feierabend. Schöne Explosionsanimierung. Und ja, das war's. Hier sieht man die Ergebnisse, wer wie viel Geld gemacht hat, wie viel Kills. Kann man bewerten, wie wer gespielt hat, kann man gleich Freundschaftsanfrage an die Gegner machen, genau bei sich selber auch. Kann man auf Details klicken. Da sieht man, wer welche Fähigkeiten und alles genommen hat. Kannst echt alles einsehen hier. So, zurück. Drücken wir auf Beenden. Und dann kommen wir zurück ins Hauptmenü. Hier sieht man, was man gelevelt hat. Ich bin jetzt Level 3, ich spiele es noch nicht ganz so lang. Da steht, wie viele Niederlagen, wie viel Gewinne und ja, insgesamt wie viele Punkte man hat. Drücken wir fortfahren und dann sind wir wieder hier. Ja, und das war's auch zu dem Spiel. Erstmal, vielleicht mache ich ja irgendwann mal noch eins, vielleicht bin ich da irgendwie erfolgreicher oder so. Mal sehen. Ja, ich werde das jetzt erstmal hochladen und hoffe, euch hat's gefallen. Ciao, ciao.